Lassen Sie es einfach. Nächste Frage, der Reitschuster. Kaum war ich Mitglied der Bundespressekonferenz und kaum hatte ich da ein paar Mal sehr kritische Fragen gestellt, die aufgestoßen sind bei den Regierungssprechern, da hat man mir mehr oder weniger dezent bedeutet, das ginge doch so nicht. Ich würde die gute Beziehung zwischen Regierung und Bundespressekonferenz, die ja ein Verein ist, gefährden. Das war für mich sehr befremdlich, weil ich immer dachte, zwischen Kontrolleur, zwischen der vierten Macht, der Presse und der Regierung kann es per se keine gute Beziehung geben und schon gar keine freundschaftliche. Und ich war da einerseits sehr baff, andererseits deckte sich das mit dem, was ich vorher immer noch hoffte, dass es sich als ein Missverständnis bzw. ein Vorurteil von mir entlarven würde. Aber dem ist nicht so. Jetzt bin ich endgültig ausgeschlossen aus der Bundespressekonferenz. Ein Bekannter von mir, hochrangiger Politiker in einer sehr großen Partei, der sagte, fassen Sie es als Kompliment auf, das ist heute mehr wert als jeder Orden. Da hat er in meinen Augen etwas recht. Ich werde mich jetzt gleich zu diesem Ausschluss äußern, der in meinen Augen eine Posse ist und Hanebüchen. Ja, Posse ist etwas lustig. Lustig ist es eigentlich nicht. Und vorher möchte ich Ihnen nochmal meine letzte Frage auf der Bundespressekonferenz zeigen an diesem Mittwoch. Und dann ahnen Sie vielleicht auch, warum man mich da offenbar so sehr loswerden wollte. Voilà! Und es gibt noch eine Frage von Boris Reitschuster zu dem Komplex. Er fragt, Österreich hat die Impfpflicht ausgesetzt mit der Begründung, sie sei aktuell nicht verhältnismäßig. Hält sie der Bundeskanzler immer noch für verhältnismäßig? Wenn ja, was ist bei uns anders als in Österreich, fragt er. Ja, wie Sie wissen, wird die Frage einer Einführung einer allgemeinen Impfpflicht in Deutschland seit Ende Januar im Deutschen Bundestag debattiert. Die Meinung des Kanzlers kennen Sie, sie hat sich auch nicht geändert. Wir brauchen die allgemeine Impfpflicht, um uns für den Herbst und Winter vorzubereiten. In dieser Sache ist er sich, das hat er ja selbst auch betont, nach der letzten Konferenz mit den Regierungschefinnen und Chefs der Bundesländer, mit allen 16 einig. Ja, krasser Widerspruch zu dem, was Regierungssprecher Hebestreit sagte bei seiner Amtseinführung. Übrigens ist er selber früher im Vorstand der Bundespressekonferenz gewesen und ist per Du mit dem Sprecher, mit dem Chef der Bundespressekonferenz. Also eine sehr enge Verbindung. Und der sagte, man werde nach besten Möglichkeiten alles beantworten. Ich verspreche Ihnen, unser Ziel ist eine transparente Kommunikation. Wir versuchen nach Kräften, Ihre Fragen tatsächlich zu beantworten. Und damit soll es aber jetzt auch genug sein mit den salbungsvollen Worten, würde ich vorschlagen. Ja, was ist passiert? Zuerst hat man sich ja an mich gewandt, weil in meinem Impressum eine CO-Adresse war. Und dann hat man mir unterstellt, eine Firma betreibe diese Seite, weil man offenbar eine CO-Adresse nicht unterscheiden konnte von mir als Privatperson. Ich betreibe die Firma als freier Journalist. Und schon in Deutschland hatte ich eine Firmenadresse als CO-Adresse. Und genauso könnte man dann sagen, der Briefkasten, wo alles ankommt, betreibt diese Seite. Und alle Argumente, dass das nicht die Betreiberin der Seite ist, dass die Seite nicht von einer Firma betrieben wird, die hat man einfach zur Seite gewischt. Und kurz vor Weihnachten, wenigen Tage vorher, bekam ich dann den Brief, wo es hieß, ich sei ausgeschlossen, und die Hauptbegründung war da das mit der Firma. Das haben dann auch alle großen Zeitungen nachgedruckt, ohne auch nur zu fragen oder ohne zumindest zu lesen, was ich dazu geschrieben habe. Jetzt lässt man es dabei bewenden in dem Widerspruch, in der Zurückweisung des Widerspruches, dass man sagt, ja, Wohnsitz im Ausland. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das wundert mich sehr, weil man ja den Wohnsitz zum Beispiel in Potsdam haben kann. Ich kenne Kollegen, die haben ihn in anderen Städten und sind trotzdem Mitglied der Bundespressekonferenz. Muss das dann deutsch sein? Also geht dann Polen nicht mehr, wo es näher dran ist, geht dann Freiburg noch, aber Straßburg nicht mehr. Und das Ganze ist eine eklatante Verletzung der Satzung, denn die einzige Verbindung der Satzung zu einem Wohnort ist falsch.
um den Ort der Berichterstattung geht es. Da heißt es, man muss deutscher Parlamentskorrespondent sein und man müsse überwiegend, weit überwiegend aus Berlin oder Bonn berichten. Nun berichte ich so viel wie kaum ein anderer aus Berlin, aus der Bundespressekonferenz, war auch regelmäßig dort, bevor 2G kam, war jetzt auch wieder dort. Und wo ich privat wohne, das ist meine Privatsache. Der Kollege Burkhard Müller-Ulrich hat ja sehr schön das Mitgliederverzeichnis analysiert. Und was Sie da alles haben, also da haben Sie Kollegen, die weder deutsche Parlamentskorrespondenten sind, noch in Berlin wohnen, zum Beispiel den Chefredakteur der Rheinischen Post oder den auch andere. Also man muss sich nur dieses Verzeichnis anschauen, was da alles drin ist. Apothekerzeitung, Stiftung Warentest, irgendwelche Internetseiten, wo also selbst der Begriff deutscher Parlamentskorrespondent, also wo man eigentlich nur ans Nachdenken und ans Grübeln kommt. Also ich will das hier gar nicht ausführen. Schauen Sie sich die Satzung an. Einziger Bezug zu Berlin. Man muss aus Berlin berichten, was ich mache. Mein Wohnsitz ist meine reine Privatsache. Gibt es genügend, die pendeln. Sonst keinerlei Bezug zu Berlin in dieser Satzung, der hier relevant wäre. Und ansonsten steht da nichts, was einen Ausschluss rechtfertigen könnte. Man hat das nun begründet in dem Schreiben, heißt es, man habe seit 2014, hätte es 9 Fälle gegeben, wegen wo die Leute aus Berlin weg seien. Das mag ja sein, aber das waren dann wahrscheinlich Fälle, die nicht berichtet haben. Das waren dann Karteileichen, die einfach noch Mitglied bleiben wollten und nicht Leute, die aktiv berichtet haben. Und warum die anderen hier, auch in Bayern ist jemand, also dieses Mitgliederverzeichnis einfach mal anschauen, auch ausländische Firmen, alles, wo das offenbar niemanden interessiert. Und in meinem Fall bei jemandem, der kritische Fragen stellt, da macht man das dann ganz anders, da legt man ein völlig anderes Maß an. Was ganz interessant ist, dass die Sache eigentlich schon beigelegt war im November, da hat man dann gesagt, man nimmt das zur Kenntnis. Noch unter Angela Merkel und dann kam der neue Sprecher, Herr Hebestreit, der dicke Buddy vom Vorsitzenden. Und plötzlich 180-Grad-Wende und kaum war Scholz im Amt, kaum bin ich mit dem Hebestreit ein paar Mal aneinander geraten, schon schließt man mich aus. Der Bundespräsident hat das ja sehr, sehr schön gesagt, wer die Offenheit fürchtet, der hat offenbar etwas zu verbergen. Der meinte das in Bezug auf den Kreml. Ja, mehr sage ich nicht dazu. Apropos Kreml, noch ein ganz spannender Faktor hier. Es gibt die Novaya Gazeta in Russland, deren Chefredakteur den Nobelpreis bekommen hat im Herbst. Und die Novaya Gazeta hat in einem Akt der journalistischen Solidarität mich zu ihrem Korrespondenten gemacht, freiberuflich natürlich, aber Korrespondent, was laut Satzung der Bundespressekonferenz ja entscheidend ist, dass man deutscher Korrespondent ist. Und selbst bei ausländischen Medien heißt es, wenn man die deutsche Staatsbürgerschaft hat, dann kann verzichtet werden darauf, dass das ein deutsches Medium sei. Und ich bin jetzt freiberuflicher Korrespondent der Novaya Gazeta, die massiv unter Druck ist in Moskau. Also die wird ganz massiv angegriffen. Kriegszensur, können den Mitarbeitern droht Haft. Ich schreibe auch für die jetzt und da wird man dann ausgeschlossen. Das interessiert gar nicht mehr. Die ganzen russischen Staatsagenturen, die sind alle noch drin, teilweise über den Verband der Auslandspresse dann. Also es ist so... Es ist so hanebüchen und ich frage mich wirklich, also wie man so die Realitäten auf den Kopf stellen kann und wie man sich dann gemeinsam hinstellen kann und sagen, was schwarz ist, ist weiß und was weiß ist, ist schwarz. Also man braucht ja nur die Satzung lesen, aber die meisten Zeitungen schreiben es ja so nach, die schauen gar nicht in die Satzung und so geht es dann auf. Und in was für ein Fahrwasser man sich begibt. Also es gab zum Beispiel einen Schriftsteller im Dritten Reich, der ist aus der Reichspressekammer ausgeschlossen worden, weil er keinen Wohnsitz in Deutschland hatte. Um Gottes Willen überhaupt nicht gleichsetzen oder auch nicht mal vergleichen. Aber in was für ein Fahrwasser begibt man sich denn da? Was sind denn das für Methoden? Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Ich sage jetzt ganz ehrlich, menschlich ist es für mich fast schon eine Erleichterung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das menschlich einfach unschön ist. Als ich jetzt das letzte Mal da war, ich begrüße den Thilo Jung höflich, der schaut durch mich durch wie durch Luft. Auf der Straße treffe ich den Vorsitzenden, den Herrn Feldhoff vom ZDF. Zweiten deutschen Fernsehen. Ich sage auch ganz freundlich Hallo, Herr Feldhoff. Und Herr Feldhoff hört das offenbar
nicht, geht auch vorbei, so als ob ich gar nicht da war. Wäre, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Ja, also schön ist das nicht, gerade auf der menschlichen Ebene, wobei es da auch Kollegen gibt, die menschlich sehr in Ordnung sind, muss man auch dazu sagen. Beruflich halte ich es für, es ist eine Art Berufsverbot. Also ich habe Millionen Leser, 52 Millionen Aufrufe allein im Januar. Und ich weiß, dass vielen das wichtig war mit den Fragen, dass es für vielen ein Ventil war. Und wenn man einen dann einfach unter einem fadenscheinigen Vorwand wirklich, wo ich wirklich sage, ist Ihnen das nicht peinlich? Wenn man einen dann so hier mundtot macht, dann fasse ich das auf als Ohrfeige für alle meine Zuschauer, für alle meine Leser. Und deswegen werde ich auch kämpfen. Ich habe jetzt beim Anwalt schon geschrieben, dass er bitte so schnell wie möglich unverzüglich vor Gericht gehen soll. Ja, die Hoffnung auf den Rechtsstaat, teilweise funktioniert er noch, teilweise funktioniert er nicht mehr. In Berlin eher schlecht als recht, noch schlechter als anderswo. In Karlsruhe ja auch, wo der Merkel-Vertraute jetzt ganz oben ist. Ich finde es beschämend, muss ich sagen. Ganz ehrlich sagen, ich hatte bis zuletzt gedacht, dass da doch die Vernunft obsiegt, dass man doch versucht, irgendwie gesichtswahrend aus dieser Posse herauszukommen. Aber nein, es geht offenbar nur noch darum, zu diffamieren. Das war ja von Anfang an da in meinen Augen der Sinn, dass man sagt, ja, der ist im Ausland und dann denkt, so macht man ihn bei den Lesern unbeliebt. Aber ich kenne meine Leser und ich kenne meine Zuschauer und ich mache meine Arbeit wie immer. Und ob ich da jetzt privat jenseits der Grenze bin oder diesseits der Grenze, da in blösen die sich selber, dass das für sie offenbar so wichtig ist. Vielleicht sind sie ja neidisch, dass ich weg bin, aber ich weiß, dass das für meine Leser keine Rolle spielt. Und noch ein gutes Beispiel, Henrik Broder, dem ich sehr eng bin, der ist nun Deutscher, ist Parlamentskorrespondent, also einer der bekanntesten Journalisten und wohnt in Berlin und den hat man nicht aufgenommen, weil man sagte, er sei kein Parlamentskorrespondent. Also mehr braucht man eigentlich darüber nicht sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das soll jetzt überhaupt nicht eitel klingen und im Gegenteil, aber in diesem konkreten Fall, glaube ich, verliert die Bundespressekonferenz viel, weil ich glaube, ich habe ein bisschen Leben reingebracht und so wie das sonst dort ist, also mit dieser minimalen Pseudo-Kritik dann, die von ganz links kommt, genauso gut dann Neues Deutschland und Thilo Jung, nur aus einer Richtung ein bisschen etwas, ich glaube, also in meinen Augen ist das leblos, das Ganze. Ich bedanke mich bei Ihnen, bei euch, wenn ihr mich unterstützen wollt in meiner Auseinandersetzung, auch gerichtlich. Sehr willkommen, wie immer, bitte die, die wenig haben, nicht unterstützen. Ich will nicht, dass irgendjemand auf einen Kaffee da verzichten muss, weil er jetzt da das Gerichtsverfahren oder die einstweilige Verfügung da unterstützen will. Diejenigen, die es nicht wehtut, denen es nicht wehtut, die sind herzlich willkommen. Und ich bleibe auch so dran an der Bundespressekonferenz. Ich werde da auch ein bisschen Auge drauf haben. Nicht mehr zu viel, weil das ist mir wirklich, also muss ich sagen, Spaß macht es nicht. Aber so ganz haben die mich nicht los. Und vielleicht erzähle ich auch noch die eine oder andere Geschichte hinter den Kulissen, die ich bisher nicht erzählen konnte. Das wird spannend und auch nicht sehr schön. In diesem Sinne, alles Gute, schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie, bleiben Sie dabei. Danke, ciao. Nächste Frage der Reitschuster. Hallo auf dem Kanal von Boris Reitschuster. Das war ausführlich. Und mein wichtigster Arbeitsplatz ist im Moment hier hinten die Bundespressekonferenz. Sie haben ja wiederholt gesagt, dass Sie sich zurückziehen wollen, aber da war immer so ein bisschen ein Hintertürchen offen. Ja, da mögen mich nicht alle in der Bundespressekonferenz. Das, was Sie da insinuieren, ist in dieser Begründung nicht drin. Aber ich finde, das gehört sich so für Journalisten. Herr Reitschuster, es ist einfach falsch. Deshalb, wenn Sie kritische Fragen sehen wollen. Habe ich Sie in der ersten Frage richtig verstanden? Wenn Sie kritischen Journalismus sehen wollen. Ich finde, wenn Sie so gut meiner Silvesteransprache zugehört haben, haben Sie sicherlich alles gehört. Dann schauen Sie rein. Zum dritten Mal, welche wissenschaftlichen Studien hat die Bundesregierung? Danke. Ich habe jetzt das gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Dann abonnieren Sie den Kanal. Alles Gute, danke, ciao. Und als erstes habe ich ja gesagt, dass ich nicht wieder antrete. Punkt. Als Kanzlerin. Ja. Ich habe dazu nichts zu sagen.